Moin Moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Wir mit dem Ditch Gamer. Hallo. Spore des Waldes. Moinsen. Chuck Lynn. Hallo. Isaac oder Itzhak. Isaac ist in Ordnung. Hallo. Isaac. Itzhak. Itzhak. Gut, dann gehen wir mal los. Links, rechts, links, links. Ui. Boah, so lange nicht mehr gespielt. Da, links. Jetzt verkehrt. Ich hab das zuerst gar nicht gesehen. Das da. Ui. Unglaublich, was man hier für Strecken. Ah, okay, ich bin eine coole hier. Wie komme ich da wieder raus? Gar nicht, wa? Mit deinem Kanickel. So, Sehenswürdigkeit und so hoch springt mein Kanickel nicht. Ja, da muss auch so rumlaufen. Wo bist du denn? Darin. Ah, ich hab's. Alles klar, okay, alles in Ordnung. So, wo ist hier erstmal die Wegmarke holen? Oh, was sollen wir hier machen? Helft den Ogern, was? Zehnlinge zu trainieren, Höhenfallen wieder bereit zu machen und herannahende Gebranntmarken zurückzuschlagen. Okay. Ganz gut, diese Eulen fallen. Hyänen fallen. Jo, sobald ich welche sehe. Oder in den Fingern einfach die Freaks an. Zeit, echten Schaden anzurichten. Die Sandhaie und so was killen. Hey, jetzt bin ich. Wir sind immer noch zeitlang spielbar, wenn sie da rausgekrochen kommen. Hier ist ein Event? Heldenpunkt ist das? Ja, ich glaube, da kommen wir gar nicht mehr pünktlich genug hin. Aber den können wir ja trotzdem machen. Ja, vielleicht zählt er ja tatsächlich. Wir haben den neulich erst gemacht, ne? Den? Hat er gezählt? Weißt du das noch? Ne, den haben wir noch nicht. Also ich habe ihn noch nicht gemacht, sagen wir so. Ja, ich meine, mit Adrian habe ich den, glaube ich, gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Sind wir gleich. Nee, das zählt nicht. Nee. Achso, für die. Ja, zählt nicht für die. Für Terz. Ja. Das ist relativ cool, wenn wir diese komischen Fallen einzeln aufmachen. Kann man immer noch mal, ja. Mach mal auf hier. Verteidigt den Kral gegen die Gebranntmarken. Sprecht mit dem Freak. Ja, Gebranntmarken könnte aber helfen. Ja, das hilft. Das hilft auf jeden Fall und damit kriegt man es auch schnell voll. So, wo ist das denn? Ich quatsch ihn gerade voll hier, den Häuptling Bocknoll. Wo bist du denn? Oh, das ist immer ein Event, ne? Ja. Oh, ich helfe noch schnell Goffmog, damit er wieder steht. Mhm. Goffmog Bruder. Der fällt öfter rum, der Knallkopf. Ja, voll das Opfer. Ja. Ah, hier sind sie. Der Brand macht dann halt. Hab wieder in der Portal gedrückt. Ja.
Hier sind mir zu viele Abgründe. Da. Dieses Ausweichen von den Kleinen. Oh ja. Wird denn hier ein Portal gebastelt? Naja. Was meinst du denn? Lag wieder auf dem Weg von meiner Rota. Auf der anderen Seite sind noch welche. Ja. Hier kommt man drüber. Ja, kommt drüber. Aber nicht zu mir jetzt, glaube ich. Also, das ist nicht gestiegen. Doch, der steigt halt hier echt schnell. Und vor allen Dingen zum Abschluss, wenn das Event vorbei ist und erfolgreich war, dann ist ja gut weg. Und die zählt auf jeden Fall. Dann habe ich nichts gesagt. Sind wir hier schon durch, oder? Anscheinend. Wie kommt hier nichts, ne? Erfrischend. Die Stärke des Rudels. Boah, diese olle Priester hier. Oh, Elite. Sehr schön. Ja. Der reflektet anscheinend, oder was macht der? Reflektor? Ja. Oh, scheiße, ey. Das ist schlecht. Ich dachte schon, warum gehe ich die ganze Zeit runter? Oh. So, jetzt hat's gut was gebracht. Erfrischend. Ja, da kommt sogar noch mehr. Ja. Ich sehe noch ein paar. Ja. Ziel markiert. Auch wenn diese Greifen unglaublich nervig sind. Ja, mit ihrem Ausweichen, ne? Ja. Mein Herz ist fertig bei Ihnen. Mein kleines bisschen noch. Ah, jetzt, ja. Oh, ein bisschen fertig. Noch. Ein bisschen brauche ich noch. Wo ist denn der Herze? Ich die nicht irgendwie Mockockel noch rum. Wahrscheinlich noch so ein halbes Dutzend Gegner dann. Ich mache hier noch ein paar Zehmlinge. Oh, hier hin. So, Herzlein. Das müsste auch das Bete von vier Herzen. Sehr schön. So, noch nicht ganz. Haben wir alle schon. Gut. Ja, irgendwo okay. Wird doch noch eine Falle sein. Dö. Mein Raptor in den Baum gelandet, ist ja auch schön. Na komm, irgendwo. Ah, da ist noch eine Falle. Jetzt in den Norden, ne? Ja. Moment, ich brauche noch ein bisschen. Ja, ist okay. Nur eine Frage. Ja. Jetzt nach Norden, ja genau.
Heldenpunkt habt ihr auch schon alle? Unten, den unten, ja. Gut. Neben dem Herzmenü da, ja, den habe ich. Dann nur kurz zum Herzcenter. Und dann bin ich auch bereit. Lebt wohl. Okay. Ich schließe auf und da bin ich wieder. Na dann mal los. Jo. Oh, was hat mich schon wieder umgehauen hier, dass ich schon wieder nicht aufsatteln kann? Das ist nicht geil. Ach, da oben ist auch ein Aussichtspunkt. Ups, ich springe auch noch runter. Egal, springe ich halt wieder hoch. Ah, reicht nicht. Ah. Ah. Ne, ich muss neu anlaufen. Oh. Hat gerade so geklappt. Also, mit dem einfachen Springen. Jetzt bin ich aber doch hier hinten. Ey. Okay. Bin ich auch noch in Fight, ey, das gibt's doch nicht. Boah, ich bin unten bei der Kristallscherbe. Und ich bin hier irgendwie oben bei einem Heldenpunkt, bei dem Wasserfall. Ja. Ich glaube, das hat mich schon. Was schießt denn auf mich, du Idiot? Und Handelslager, also so eine Truhe war hier. Ich habe keinen Schlüssel. Aha. Irgendwie geht es da sogar noch ein bisschen in eine Höhle rein. Jetzt frage ich mich nur, wie ich von hier vielleicht zum Aussichtspunkt komme. Von hier aus springen? Mal sehen, ob das klappt. Nee. Wobei doch. Kann's. Kannst du nicht hier hochspringen? Moment, von hier aus klappt das glaube ich auch schon. Weil hier ist eine Ecke, auf der ich stehen kann. Und ja, von da aus geht's anscheinend sogar auch. Mein Gott, ist das Steuern dieses Kanickels. Den Heldenpunkt habt ihr noch nicht, ne? Also den haben wir noch nicht angesprochen. Den hatte ich gerade schon, aber ich komme gerne mit rüber. Ist so eine Zivilsprache. Achso, denn. Also brauchst du links noch rechts. So, aber da gibt es da drüben noch so richtig viel Mithrilerz und einen Beherrschungspunkt, wenn ich das richtig sehe. Ja. Kommt man denn da hin? Ja, schon so. Verdient. Hast du den Heldenpunkt? Nee, hab ich noch nicht. Wo denn? Ja, komm einfach hochgehüpft. Bin auf dem Weg. Heldenpunkt hattest du noch nicht, sagtest du? Da kommst du einfach mit dem Kanickel hoch hier zu dem Ding. Zu dem Beherrschungspunkt? Ja. Okay. Also, wenn du Kanickel auf 3 hast. Den hab ich ja nicht. Nee, hab ich auch noch nicht. Aber Lucky hat. Ja. Ja, komm ich hin. Und im Zweifelsfall habe ich auch ein Board. So. Ja. Wo soll ich hin? Zum Board abwarten? Wo bist du? Oh, man kann. Ich bin. Ja, wobei, das kann vielleicht auch einer. Ja, das schafft. Bis hier schaffe ich es auch noch mit meinem Einer. Sonst hier die Ecke, wenn du hier rumhüpfst. Ach. Ah, fast.
Nee, kommt man nicht ganz hoch, leider. Da kommt man auch nicht ganz hoch. Hier. Ja, aber... Könnte man etwas mehr um die Ecke hüpfen mit dem Ding? Ja, aber der macht, Lucky macht jetzt Borden, dann hat es ja... Okay. Okay. Ui, danke. Da hinten. Ballon, Zwerg, mit Morgen, oder wie auch immer. Ja, alles mitnehmen. Hier hinten ist nix. Oh, und da sehe ich auch gerade Beherrschungsfahrt voll. Dann Kanickel erste Fähigkeit. Hier oben noch was? Ist doch nicht unter dem Panorama so eine Sehenswürdigkeit. Habt ihr die alle? Nee. Und hier beim Fluss, ja. Ja, man muss ja eh runter noch zum Fluss. Achso. Der ist ganz unten? Ja. Ich glaube, ja. Okay. Moment, hab ich diesen Heldenpunkt da noch gar nicht? Das ist ja... Ich nicht. Nee, anscheinend noch nicht. Den hätte ich gerade... schon gehabt. Autsch. Bin ich jetzt zu weit unten? Moment, ich bin noch kurz bei dem Heldenpunkt, den habe ich anscheinend noch nicht. Nee, dann komme ich runter. Ja, hier unten ist die Scherbe. Komm mal nicht da drin. Achso, den habe ich schon. Den Heldenpunkt da. Bei den Aussichtspunkt da, ne? Ja, den habe ich schon. So. Jetzt aber, so. Gut, dann runter. Verborgene Truhe, die... Der Wagen, verdammte Axt. Hau ab. So, Sehenswürdigkeit und dann spreche ich mal das Ding an. Ich hätte sie zerstört, aber Mutter hat es untersagt. Diese Krise jedoch hat sie nicht vorhergesehen. Ich weiß nicht, welcher der richtige Weg ist. Oh, Mama hat ihm nicht gesagt, was er tun soll. So. Arme Sau. Ja, voll das Opfer. Ja, war. So. Dann. Bei der Flöte jetzt mal links rüber, ne? Genau, irgendwie links. Ja. Jetzt kommen die guten Gebiete. Okay. Du sagst jetzt unten, ist das giftig, wo wir durchlaufen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nee, hier noch nicht. Denke ich immer, uah. Wenn das so eine Schlucht ist, die so komisch lila leuchtet, dann. Okay. Ja. Hey, das wird sich hier schon mal. So, hier ist Gesappel und auch Timey, ne? Ja. Timey ist irgendwo da oben. Und eine Zwergentruhe. Ja. Mal sehen, ob ich da auch springen kann. Naja. Also sehr schön. Ja, das ist dieser komische Mistbock hier immer. Also wir könnten eigentlich Mann. Die Ecke gleich mitmachen. Weil sonst kommen wir hier nicht mehr hin, glaube ich, oder? War das nicht so? Doch, nachher muss man doch noch hier rein für den Tempel, oder? Ah ja, stimmt. Story-technisch, ne? Ja.
Absatteln auf diesem kleinen Ding ist nicht einfach. So, und Timey ist wahrscheinlich da oben auf der Säule drauf. Ja. Kann man da wieder hoch? Ja, ne? Ewiger hoch. Ich bin daneben gesprungen. Ja, ja, natürlich. Absatteln geht mit 1 gut. Ja, dann bleibst du auf dem Punkt, ja. Genau. Auch ohne 3 vom Kanickel kommt man nicht hoch zu Timey. Ja, okay. Bestimmt von andersrum. Also nicht hier, aber bestimmt hintenrum. So rum kommt man, glaube ich, zu Timey. Weißt du? Wo ist denn der? Also ich mach es gerade auf. Probieren wir es. Aber von hier auf jeden Fall nicht. So. Ist der ganz oben auf diesem Dusseln? Ja. So, das würde aber heißen, wir kommen hier jetzt nicht hin. Oh. Das heißt, wir müssen die anderen 3 erst machen. Anderen 3 was? Die anderen 3 Vlad-Dinger, weil das Vlad-Ding ist doch auch da oben, oder sehe ich das falsch? Ja. Oder ist irgendwer oben? Nee. Kann man nicht von oben? Siehst du, kann man nicht hier über die Berge rübergehen? Ja. Weil oben über auf dem Berg, da sind auch. Bei mir steht's. Ein Weg. Holzweg. Wo denn? Hier bei mir. Von hier aus. Ja, aber von hier aus kommen wir nicht auf die Berge. Ich sehe mal nichts, wo ich da hochspringen soll. Das stimmt. Ich meine, jetzt ein bisschen rumlaufen und dann. Ist jetzt hier oben noch was? Da oben ist auch eine Sehenswürdigkeit. Hier ist noch was drin, hier kommen wir storytechnisch aber eh noch hin. Okay. Ja. Hier kommen wir wahrscheinlich aber auch besser dann von hier oben. Ja, wahrscheinlich eher so rum. Ja. Dann wäre das jetzt auch der Weg, den ich gehen würde. Ja, aber wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao, ciao. Jo, tschüss.